Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin Nummer 238 hier in der Reeperbahn Sporthalle. Schwerin zum Ostsee-Spreeliga-Spiel des SV Grün-Weiß Schwerin gegen den Oranienburger HC. Damit auch willkommen hier vom Kommentatorenplatz beim Ostsee-Spreeliga-Spiel zwischen dem SV Grün-Weiß Schwerin und dem Oranienburger HC. Und das Spiel hat noch gar nicht begonnen, da beginnt es schon mit einer Hiobsbotschaft. Jule Kluth fällt aus und Roberto, hast du Näheres dazu erfahren können? Ja, sie ist beim Einlaufen, beim Passen, ist sie umgeknickt. Der Knöchel ist sehr dick, muss auch gekühlt werden und daher gehen wir mal davon aus, dass sie heute definitiv nicht dabei sein wird und hoffentlich nicht allzu lange ausfällt. Ja, also wünschen wir von diesem Platz auch gute Besserung. Und warten jetzt auf den Beginn des Spiels. Und es geht los mit Ballbesitz vom Oranienburger HC. Ja, und für Grün-Weiß gilt es hier, den zweiten Platz zu festigen. Man hat einen Punkt Vorsprung vor dem Drittplatzierten aus Friedenau. Aber trotzdem ist es schwierig, gegen einen Gegner, der so weit unten in der Tabelle steht, wie der Oranienburger HC, sich entsprechend zu motivieren. Aber Arne Pöschel ist hellwach und holt den ersten Ball. Ja, na klar, die Mannschaft hat nichts zu verlieren. Die spielt hier ganz befreit auf, weil sie sind im Prinzip ganz unten mit unten drinne, sagen wir es mal so, haben 9 Punkte, glaube ich, bisher. Die spielen den Stiefel runter, die werden sich sagen, wenn sich eine Chance ergibt, versuchen wir sie zu nutzen. Schwerin will Platz 2 behaupten, da sie nur einen Punkt Vorsprung haben.
Das klappt auch gleich mit Joda Wengter mit dem 1:0. Also mal das vermeintlich schwere Spiel für Schwerin und das einfachere Spiel für Oranienburg. Weil, wie gesagt, sie haben nichts zu verlieren. Sie wollen einfach nur Handball spielen. Ja, trotzdem scheint Schwerin hellwach zu sein. 1:0 für Schwerin durch Joda Wengter, du sagtest es gerade. Die Pflichtaufgabe am letzten Wochenende hat Schwerin erfolgreich absolviert. In Rostock beim Pokal. Das Derby im Dorf Mecklenburg ging auch an Grünwald-Schwerin, aber das Pokalspiel gegen Rostock 3 erfolgreich gestaltet mit 41:18. Und jetzt heißt es wieder Liederalltag. Es gibt Freiwurf für Oranienburg. Ja, Einwurf von der Ecke. Und dann gibt es direkt Gelb gegen Wendy Künzel. Und das erste Tor für Oranienburg durch Susanne Kirschfelder. Und Joda Wenk mit Treffer Nummer 2. 2:2. Persönliches Empfinden, Stürmerfoul. Sie haben sich beide nicht wirklich gesehen. Der Ball wurde gespielt zu der Spielerin Nummer 15. Wenny bewegt sich nur zur Ballseite und dann kommt die Drehung von der Nummer 15. Sicherlich, um das Spiel weiterhin schnell zu machen. Dann knallt es einmal ganz kurz, aber war keine Absicht zu erkennen bei keinen der beiden. Deswegen ist okay die Entscheidung so. Antje Dormann wie ein Fels. Fängt den Ball, den sie da auf die Hand bekommt. Und Wendy Künzel schließt erfolgreich ab zum 3:1 für Grün-Weiß-Schwerin. Anne Pöschel mit ihrem zweiten gehaltenen Ball. Und Joda Wenk mit viel Feuer, aber diesmal vorbei am Tor. Aber sie wirkt trotz dieses Fehlwurfs viel agiler in diesen ersten 3 Minuten als in manchem Spiel bisher in dieser Saison. Du warst ja nur einige Spiele nicht da, die durfte ich dann alleine kommentieren. Oder wie auch im Friedenau mit Kalle Plötz. Aber da hat Joda im Prinzip ab Friedenau, hat man bei Joda auch eine Leistungssteigerung gesehen, wie auch bei Jule Kluth, die ja nur heute ausfällt. Deswegen also schön zu sehen, auch Marie Kinsche hatte sich dann zwischenzeitlich wieder gefangen, hat in Friedenau, glaube ich, 13 oder 14 Treffer markiert. Trotz alledem habe ich mit dem Trainer von dem Herrn Bartler, auch gesprochen. Er sagt, das einzig größte Problem, was er hat, sind diese permanenten technischen Fehler, die produziert werden. Weil mindestens die Hälfte der technischen Fehler werden bestraft durch Gegentore des Gegners. Und man könnte es natürlich einfacher haben im Spiel, wenn man da die Fehlerquote minimiert. Und wieder verzogen von Joda. Ja, zwischendurch der Treffer von Janine Dittmeier zum 3:2. Und wieder Ball gewinnt für Grün-Weiß-Schwerin. Kerstin Felker ist erfolgreich gestört, aber Schwerin versucht das Spiel hier schnell zu halten. Und Wendy Künzel mit dem Hüpfwurf zum 4:2. Ja, ist ansatzlos, überhaupt nicht zu sehen für den Abwehrspieler, wo die Hand kommt. Und für den Torhüter natürlich eigentlich nicht sichtbar. Wenn du da eine Reaktion hinbringst nach unten, ist natürlich eine tolle Sache für den Torhüter. Und es gibt direkt 2 Minuten gegen Wendy Künzel. Das ist eine harte Linie, die Schiedsrichter fahren.
Ja, aber ansonsten, wenn sie es nicht machen würden, würde das Spiel vielleicht irgendwo in der entscheidenden Phase aus der Hand gleiten. Deswegen ist es auch ganz gut so. Gelb 2 Minuten, hatte er vorher einmal ermahnt, das Trikot ziehen. Jetzt muss er schon bestrafen. Alles okay. Ja, das ist, schränkt das Spiel aber natürlich ein bisschen ein jetzt auf grün-weißer Seite. Nach 5 Minuten bereits die erste 2 Minuten Strafe. Jetzt einfach durch den Kreis 7 Meter. Und Ulrike Fuchs tritt an gegen Anna Pöschel im Tor. Und übertreten. Und gehalten. Also egal wie man sieht, Erfolg auf Schweriner Seite. Jetzt ebenfalls das Trikot ziehen mit gelber Karte bewertet. Gegen Janine Dittmeier. Ja, da wird gut zugeparkt in der Abwehr. Kerstin Felkel scheitert am Block von Hirschfelder. Und Anne Pöschel zweimal. Ganz stark gehalten. Das ist das, was ein Torhüter in der Anfangsphase mal bringen kann, wenn er das Glück hat. So wie eben den Wurf und den Nachwurf rauszunehmen. Verunsicherung natürlich bei den nächsten Versuchen der Oranienburgerinnen. Da sie natürlich jetzt ein sehr gutes Bild abgegeben hat dort zwischen den Pfosten. Bleibt zu hoffen, dass es so weitergeht bei ihr. Die Finte von Tormann und dann der Schrittfehler. Und Schwerin wieder komplett. Wendy Künzel füllt wieder auf. Und es gibt den Freiwurf. Und auch auf der Seite von Oranienburg haben wir scheinbar die erste Verletzung. Abdelmola Iman. Liegt an der Seite und wird behandelt. Auch Knöchelverletzung. Aber es scheint hoffentlich kurz weiterzugehen. Jetzt gibt es gelbe Karte, auch gegen Antje Thormann. Bereits die zweite auf grün-weißer Seite. Und jetzt kommt Susi Grimm. Und auch da, dass auch sie eine hervorragende Torhüterin ist, müssen wir da nicht extra erwähnen. Da war sie dran, aber der Ball ist drin. Susanne Hirschfelder mit dem Anschlusstreffer 4:3. Und 7 Meter für Römer Schwerin. Stark von Wendy Künzel, die sich den Ball hinterher wirft dort und nur noch eine Option hat. Ich versuche den Ball so in die Bewegung zu bringen, um den Gegenspieler am Fuß zu treffen. Dadurch der Freiwurf, dadurch auch die Situation über den Freiwurf, dass Oda Wenk dort durchsteigen kann und behindert wurde. Ja. Und Wendy Künzel mit dem Treffer per 7 Meter. Genau. Für eine Abstimmung da. Schwerin jetzt auch mit dem 5-1-System. Künzel vorgerückt. Jetzt wird die Zeit angehalten, der Schiedsrichter. Jetzt wird sich der Schiedsrichter ein Trainer von Grün-Weiß
Peter, gab es jetzt kleine Konfusion? Ja, gelbe Karte für den Hallensprecher. So könnte man es mal formulieren. Und klasse Block von Kerstin Felkel. Und das Kreisanspiel und der Treffer für Oranienburg erneut Susanne Hirschfelder. Und Joda Wenke mit dem Pfostentreffer. Und die Chance aus zum Ausgleich hier für Oranienburg. Schön gespielt und Anne Pöschel. Und der unglückliche Ballverlust, wenn Christine Schröder da nicht hingeht, dann bleibt der Ballbesitz bei Schwerin. So gibt es Einwurf für Oranienburg beim Stand von 5:4 für Grünwald Schwerin. Jetzt erneut die Zeit angehalten. Okay. Einmal war die Bank von Grünwald-Schwerin dem Schiedsrichter etwas zu nah am Spielfeld. Deswegen diese Auszeit. Und jetzt gibt es Ballbesitz für Grünwald-Schwerin. Ah, du pustest durch, das hast du auch anders gesehen. Ja, natürlich. Ich verstehe auch gerade nicht das Verhalten der Schweriner Spielerin. Obwohl es jetzt mal schnell ging mit Antje Thormann, schon wieder Schlagbuch. Aber ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass die letzten 4-5 Minuten Schwerin sich jetzt das unheimlich schwer macht, was sie in den ersten paar Minuten richtig gemacht haben. Abwehr ist mir fast schon ein bisschen zu offensiv. Bis eben hat es ja geklappt mit der 5-1-Deckung. Aber jetzt scheint es so zu sein, als ob das ein bisschen Konfuzius ist. Jetzt. Genau das. Oh, das sah aber trotz, dass Marie Kinscher den wahrscheinlich trotzdem nicht gekriegt hat, gut geschubst aus. Ja, sicherlich. Das ist eine Begleitung des Gegenspielers. Und wie gesagt, der Schiedsrichter bewertet da die Möglichkeit, hätte sie die Chance auf den Ball gehabt oder nicht. Die hat sie zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Deswegen hat er es so durchgehen lassen. Jetzt gibt es Gelb auch gegen Kerstin Felkel. Das ist die dritte gelbe Karte gegen Schwerin in diesem Spiel. Und damit, beziehungsweise in der ersten Halbzeit. Doch. Und damit war es die letzte in dieser Halbzeit. Und Anne Pöschel hervorragend im Tor. Am Arm gehalten, deshalb 2 Minuten
gegen Dittmeier bei Angriff gegen Kinscher. Ja, es ist eine übertriebene Härte, die jetzt versucht, Oranienburg dort reinzubringen ins Spiel. Sicherlich körperbetont sollte es laufen, aber natürlich nicht unfair. Das wurde jetzt eben dementsprechend regelkonform gelöst mit der 2-Minuten-Strafe, um da ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Weil wir brauchen hier keine harten Verletzungen oder bösen Verletzungen. Wir wollen ein schönes Handballspiel sehen. Richtig, mit Rikinscher über die Außenseite sicher verwandelt. 7-4. Oranienburg bleibt im Ballbesitz. Wirkt jetzt ein bisschen statisch, was sie da machen. Logische Folge, der Ballverlust und der Konter über Marie Kinscher. Halb hoch, trotzdem gute Bewegung vom Torhüter, Auszeit Oranienburg. Ja, und da wollen wir mal reinhören. Zeit vorbei von Oranienburg. Jetzt der Kabel auch mit. Bisschen Probleme. Es wurde ein bisschen die Abwehrarbeit angesprochen, dass man es eben nicht so zustellt. Und es wurde angeklagt, dass zu wenig Bewegung im Spiel ist, weil man versuchen möchte, eine Minute zu spielen. Also sprich, lange zu spielen, sich die Möglichkeit auch zu suchen. Und sogar noch ganz starke Aktion von der Nummer 17 da. Wer schön Sprungwurf hinten nochmal absetzen können. Dann hat sie Platz, ich sag mal, ab der Mittelposition, Abwehr bis nach links außen. Also war super gemacht. Ja, und das Tor zum 7-5. Und Tini Schröder jetzt mit der Chance und auch sie scheitert an Schumann. Also jetzt kann auch sie sich auszeichnen, wie vorher an der Pörschel auf der anderen Seite. Ah, Pass angedeutet, selber gegangen, der Wurf, aber ohne richtige Vorbereitung. Ja, es war sicherlich ansatzlos, aber so ein Ding, wenn so ein Ding reingeht, ist es richtig. Oh. Und Yoda bleibt das Wurfpäppchen jetzt weiter treu. Erster Wurf von Pelkel an den Pfosten und der Wurf von Yoda Wenk dann vorbei am Tor. Und Anna Pöschel hält den Ball wieder. Künzel auf Schröder und Schumann hält erneut. Jetzt macht sich da zum Spielen auch bereit. Abdelmola Iman. Ist schon ein wenig von der Backe geholt, wie man dann so schön im Handballjargon sagt. Falsche Sperre angezeigt.
Deswegen Ballbesitz für Grünwald-Schwerin. Also bei ihr geht es weiter mit dem Knöchel. Und Benny Künzel sicher oben ins Eck. 8:5. Und Anna Pöschel. Nehmbar. Und Joda Bank von außen mit dem Treffer. Wird er gut tun. 9:5. Ja, jetzt haben wir mit 3 Toren in Folge auf Schweriner Seite sich ein bisschen Polster verschafft, ein bisschen Ruhe verschafft. 3 Minuten, 7 Meter. Alles korrekt, am Trikot gezogen von Joda. Da will die 2-Minuten-Strafe und natürlich 7 Meter. Ja, alternative gelbe Karte bleibt ja auch in dieser Halbzeit nicht mehr, weil es gab ja bereits 3 auf grün-weißer Seite und Dittmeier jetzt gegen Pöschel. Dittmeier sicher zum 9:6. Oranienburg baut die Abwehr um. Auf. Eben war noch zu sehen, ob. Doch. Kommt gleich eine 5-1-Deckung. Ja, jetzt kommt die aufgeschobene 5-1-Deckung. 5+1. Direkte Manndeckung bei Wendy. Ja, bei Wendy läuft viel im Schweriner Spiel. Das ist. Doch nicht verwunderlich. Da die kleine Vivian Amussing was abbekommen. Aber es geht weiter. Und wenn die mit dem Pfostentreffer nach dem 1:2 fasst. Und der Konter von Oranienburg ist drin. Fuchs trifft zum 9:7. Ja, das muss man halt auf Schweriner Seite versuchen, auch was ohne Künzel hinzubekommen. Gerade Feldkeld ist da gefragt. Das wäre nur auch in Unterzahl. Genau deshalb. Und jetzt das passive Spiel schreit geradezu danach jetzt. Aber jetzt bleiben wir noch bei der 5-1, jetzt bei Feldkeld. In Manndeckung genommen und der Hüpfwurf von Thormann scheitert an Schumann. Es bleibt beim 9:7. Und jetzt für Oranienburg die Chance hier auch das dritte Tor hintereinander zu machen und damit wieder auf ein Tor ranzurücken. Angriffsspieler durch den Kreis gelaufen, hat sich eine bessere Position versucht zu verschaffen. Und Tini Schröder. Mit dem Treffer und der gelbe Karte gegen Hinke. 10:7. Habe ich vorhin auch schon 2 Minuten für gesehen. Die hätte ich jetzt auch gerne gesehen, aber gut. Ja, leichter Fangfehler bei Nicole Krüger. Gibt es auch einen schweren Fangfehler? Gute Frage, aber das war quasi die Einleitung für ein leichter Ballverlust, okay. Und ein Fangfehler. Aber auch Schwerin hat den Ball bereits schon wieder hergegeben. Und der Ball fällt rein. An der Pöschel dran, aber von ihrer Hand springt der Ball ins Tor. 10:8.
Und neuer Kreis bei Schwerin. Und Yoda Beck, wieder erfolgreich zum 11:8, ihr vierter Treffer jetzt. Ja, das was wir im vorigen Spiel hatten, wo Jule Schiller immer die Sprungbewegung quer angesetzt hat. Bei Yoda kommt nach dem Kreuz ein direktes Draufgehen aufs Tor, gerade den Körper. Dadurch auch hier bei Yoda natürlich der Unterschied zu Jule Schiller. Hat noch Kraft für den Sprung und auch für den Wurf. Aua. Und 7 Meter für Oranienburg. Und der Torwechsel bei Schwerin. Susi Grimm. Fahne Pöschel. Und Dittmeier. Versucht es erneut. Sicher oben rein. Was für ein Lauf von Marie Ginscher. Geht er einmal durch die komplette Abwehr durch und haut ihn rein. Ja, Slalomlauf über 17, 18 Meter in Vollendung mit dem Treffer. Super. Das hat man zuletzt in der C-Jugend geübt, oder? Ja, oder beim Riesenslalom mit Maria Riesch. Da sah es genauso gut aus. Erst den Ball bekommen und dann wieder der leichte Ballverlust auf Schweriner Seite. Und schnell gespielt. Und 7 Meter, 2 Minuten. Das ist doch keine gelbe Karte. Gegen Abdel Mola Iman. Die haben eine Linie hier heute. Benny Künzel kommt zum 7 Meter. Auf einer Seite spielt sie. Und der Treffer von Benny Künzel kommt 13:9. Und 7 Meter vor Oranienburg. Und Iman tritt an. Anne Pöschel verladen. 13:10. Ah, Schwerin Glück. Und Benny Künzel sieht die Lücke, nutzt die Lücke. 14:10.
Jetzt gibt es Abwurf. Ja, nur Korrektur. Korrektur des Freiwurfes. Mhm. Der Freiwurf muss an der richtigen Stelle ausgeführt werden. Und so geht weiter jetzt mit Angriff für Grün-Weiß-Schwerin. Da ist die Lücke für Wenk. Übertreten, aber der Ball war auch so nicht drin. Und unser Lieblingswurf heute durch die Beine von Anne Pöschel, von Iman. Das war klasse gespielt. Klasse Anspiel von Kerstin Felkel und das Tor. Für Grün-Weiß-Schwerin 15:11. Und da kommt der Marie Kinscher, der blickt zwar in die Mitte, aber sie macht das Tor und holt die 2 Minuten raus gegen Janine Dittmeier. Mal. 16:11. Und Iman über den Block ins Tor zum 16:12. Und jetzt haben wir noch 30 Sekunden, also denk mal, einen Angriff werden wir jetzt noch in Ruhe uns angucken. Klasse von Yoda, jetzt gibt es 2 Minuten. Auch noch gegen Vivian Abrosing. Und Torwartwechsel. Ulrike Schmidt kommt jetzt ins Tor. So geht Schwerin mit doppelter Überzahl in die zweite Hälfte, weil es sind noch 5 Sekunden auf der Uhr. Und wenn die Künze am 7 Meter Pfosten. Und das war's. 16:12 für Grün-Weiß-Schwerin zur Halbzeit. Kine Oranienburger HC. Mikro mitgenommen. Was ist das hier? Ja, der Kameramann, nein, nicht der Kameramann, der Fotograf ist noch am Zapfhahn. Auf geht's in die zweite Hälfte. Grün-Weiß-Schwerin gegen Oranienburger HC. Spielstand 16:12.
Und Schwerin immer noch in doppelter Überzahl. Genutzt von Marie Kinscher zum ersten Tor in der zweiten Hälfte. 17-12. Ja, Schwerin in doppelter Überzahl. Ja, auch interessante Info noch. Janine Dittmeier, die ja sich momentan als einer der Stützen ihrer Mannschaft herausgestellt hat, bereits mit zwei Minuten Strafen belastet in der ersten Hälfte. Und jene angesprochene Janine Dittmeier wird gleich wieder kommen. Ist wieder da. Damit nur noch einfache Unterzahl. Noch etwa 40 Sekunden. Und 7 Meter Entscheidung. Iman tritt jetzt an gegen Schwerins Nummer 1, Susanne Grimm. Sicher verwandelt. Und Oranienburg wieder komplett, 6 gegen 6. Zumindest was die Feldspiele angeht. Benni Künzel mit 4 Einsatz und jetzt gibt es gegen Janine Hinke die 2 Minuten Strafe. Und gelbe Karte gegen die Bank von Oranienburg, die mit der Entscheidung einverstanden sind. Aber das haben die Schiedsrichter vorhin schon klar gemacht, dass sie die Kommentare ihres Pfeifens bezüglich nicht tolerieren. Ja, das ist mir gestern auch passiert. Ich habe mir eine gelbe Karte, eine 2-Minuten-Strafe und eine weitere 2-Minuten-Strafe. Wurde natürlich mit Rot vom Platz gestellt als Trainer. Ist immer eine dumme Situation, aber im Endeffekt, man riecht sich sicherlich darüber auf über die Entscheidung, weil man es besser sehen kann oder besser gesehen hat. Und die andere Sache ist, man versucht natürlich mit vielen Aktionen, wo man die Schiedsrichter ein bisschen versucht zu bestimmen, auch die Spielerin selber zu schützen. Das sind auch nur Emotionen und die sind auf der Bank nötig, die sind auf dem Spielfeld nötig. Daher nachzuvollziehen. Frage ist nur, wie weit er es ausreizt. Ja, aber natürlich, gelbe Karte kann man sicherlich verschmerzen, aber eine 2-Minuten-Strafe tut denn doch schon weh. Ja, natürlich, du musst eine Spielerin rausnehmen vom Feld, ist ja eine persönliche Strafe für die Bank. Und du musst dafür die Mannschaft verkleinern, indem du eine Spielerin runternimmst, die dann für 2 Minuten nicht auf dem Platz darf. Und dann gibt es direkt die nächste 2-Minuten-Strafe, diesmal auf Seiten von Gröber-Schwarin, Wendy Künzel. Die schüttelt auch noch mit dem Kopf. Ist auch schon ihre zweite. Ja, es unterstreicht aber auch die harte Linie der Schiedsrichter. Dass sie jetzt wirklich versuchen, die Linie auch, die sie haben, sehr konsequent durchzuziehen. Und man darf ja nicht mit zweierlei Maß messen. Man sollte das ja so wie jetzt so hier gesehen. Ja, ich habe eine Befürchtung, dann könnte es noch ein, sagen wir, buntes Spiel werden. Könnte ein farbenfrohes Spiel werden, ja. Kartenreiches Spiel. Oh, Riesenlücke für Iman da. Und Feldkell sichert den Ball. Und man sieht, dass Schwerin jetzt schnell spielt, obwohl ich. Oh, da haben sie Glück gehabt. Und Marie Kinscher. Aber das ist eigentlich kein Winkel zum Werfen. Das ist richtig. Und jetzt fehlt sie hinten. Wartet auf einen möglichen Konter. Und jetzt gibt es direkt die nächste 2-Minuten-Strafe gegen Kerstin Felkel.
17:14, 4 Minuten gespielt. Müssen wir uns ein bisschen ordnen. 3 Tore gefallen bisher. Und 3-2 Minuten. Gut, was passiert in den ersten 4 Minuten der zweiten Hälfte? Jule Grünwald wirft den Ball vorbei. Und Oranienburg jetzt kurzzeitig mit doppelter Überzahl. Jetzt lösen auch den zweiten Kreis auf. Und sie machen den Treffer, aber es war eigentlich nicht wirklich rausgespielt. Janine Hinke. Das habe ich nicht rausgespielt. In dem Moment, dass beide Kreisläufer, die eingelaufene Kreisläuferin und der Kreisläufer selber, beide im Halbfeld stehen und keiner wirklich drauf tritt. Ich denke mal, wenn einer raufgetreten wäre auf die Spielerin, dann wäre der Pass im Kreis gekommen. Hätte es genauso schick, genauso schön ausgesehen und auch wahrscheinlich mit dem Treffer belohnt worden. Ja, ich bin die ganze Zeit auf den Pass nach außen gewartet. Und Wendy Künzel wieder mit auf der Platte, aber trotzdem noch Überzahl für Oranienburg, weil Kerstin Felkel sitzt noch an der Seite. Schöne Finte von Künzel, bleibt dann aber an einer Oranienburger Spielerin hängen. Mit dem Fuß ist er Freiwurf. Und Christine Schröder hat sie die Lücke gefunden. Ja, ungewöhnlich von der Aufbaumitte kommen. Links außen hat sie jetzt noch kein Wurfglück gehabt. Natürlich schön zu sehen, dass sie dann auch über andere Positionen gefährlich werden kann, wie hier gesehen. Ja, Felker füllt also wieder auf. 18:15 und Künzel mit dem Block. Der Graf mit dem blauen Fleck hat gerade einen Ball abgekriegt. Ja, hat gesotten. Kriegt dann auch mal den einen oder anderen Ball ab. Nicht der ungefährlichste Beruf, der Fotograf an der Seite. Passives Spiel angezeigt. Und sie macht das Tor. Janine Hinke. 18:16. Und Kerstin Felker mit Schwung. Hochgestanden. Macht das Tor. Das könnte sie viel, viel öfter machen, weil sie hat eine unheimlich gute Sprungkraft, sehr hoch abgesprungen, kann unheimlich lange in der Luft verzögern. Ist eine Option, sollte sie sich öfter mal nehmen. Aber ich denke mal, die Gefährlichkeit dabei wird irgendwann sein, dass sie dann kürzer gedeckt wird. Aber sie kann es nun mal. 7 Meter für Oranienburg. Und Janine Dittmeier tritt an gegen Anne Pöschel. Und verwandelt sicher. Erneut verladen. 19:17. Wenk mit Gewalt, aber der Ball am Tor vorbei. Und so jetzt die Chance zum Anschlusstreffer. Konnte ihn nicht fangen. Und Fenkel mit Schwung und mit dem Treffer. 20:17. Und
7 Meter Entscheidung. Erneut. Oranienburg. Und Torwartwechsel bei Schwerin. Anne Pöschel geht raus und Susi Grimm kommt. So, und jetzt fragen wir unser Orakel, Roberto. Sie hält. Das ist unglaublich. Sie würde wieder, ich war mir klar, sie wird wieder halbe Höhe versuchen zu werfen. Und da die beiden Torhüter sich untereinander schon miteinander kommunizieren und immer wieder die Bewegung war, sie wirft 7 Meter halbe Höhe. Und Susi sehr weit rauskam eben, was ja für sie auch ungewöhnlich ist, war ich mir ziemlich sicher, dass sie die Hand am Ball kriegt. Da spricht ein Handballkenner. Es bleibt also beim 20-17. Da wollte Jule Grünwald eine persönliche Strafe, aber das sollte sie lassen. Das haben die Schiedsrichter gar nicht gerne. Und es gibt den 7 Meter. Und jetzt gibt's 2 Minuten gegen Hinke. Ihre zweite. Und ich hatte eher den Eindruck, dass es wegen Meckerns war, als wegen der Aktion. Nee, die Aktion war okay. Abwehr im Kreis. Klar, wenn man sich wegdreht und noch ein, zwei Worte sagt, egal was man sagt, Schiedsrichter, harte, klare Linie, muss bestraft werden. Benni Götze. Knapp, aber war drin. 21-17. Und Anna Pöschel wieder mit der Hand am Ball. Schwerin jetzt kurzzeitig mit 2 Kreis, aber Wenk löst den Kreis wieder auf. Und Joda Wenk an die Querlatte. Dürfte gleich das passive Spiel kommen. Ist es bereit. Jetzt haben sie nochmal die Möglichkeit zu stellen. Für Iman wird das sein. Ja, und da soll es wohl zum Wurf kommen. Ja, er hätte eine Pösche verladen gehabt, aber der Ball am Tor vorbei. Drittwähler von Marie Kinscher. Und das war ganz sauber ausgespielt. Ulrike Fuchs schließt ab. 21-18. Und 7 Meter Entscheidung für Grünwald-Schwerin, nachdem Völkerl da behindert wurde. Die war ja eigentlich schon durch.
Und wenn die Künste mit viel Glück. Wechsel jetzt bei den Schweriner Mädels. Steffi Duber auf dem Feld für Tini Schröder auf der Linksaußenposition. Ja, also ganz das Spiel von Tini Schröder war es auch nicht. Und Iman mit dem Treffer. 22-19. Und Kinschel in der Manier eines Halbspielers. Aber ebenfalls am Tor vorbei. Bei der Wurfsicherheit hadert es bei Grünwald-Schwerin. Ja, sehr. Und das ist, denke ich mal, auch das Manko heute, dass wir viele Torwürfe haben, aber relativ wenig Treffer. Und sicherlich kommen viele Pfostenwürfe dazu. Unglückliche Entscheidung. Aber das ist Handball, das ist das Schöne am Handball. Es ist 60 Minuten Feuer drin. Und da entscheidet nicht ein Tor das Spiel, sondern... Von Kinschel einfach nach vorne. Da kommt Felker nicht mehr ran. Und jetzt natürlich die Chance, Oranienburg hier Überzahl zu spielen. Und sie nutzen die Überzahl. Aber Anna Pöschel. Da war der Wurf frei für Hirschfelder. Und Felker scheitert am Pfosten. Und Hinke kommt zurück aufs Feld. Mit zwei Minuten Strafen belastet. Gut durchgesetzt, jetzt gibt es. Dachte ich schon noch, 2 Minuten. Ulrike Fuchs mit dem Treffer zum 22-20. Schön gespielt von Wendy Künzel, aber Steffi Duber hat das Gehen des nicht so genauen Werfens mit übernommen. Am Kopf, da bei Janine Dittmann. Und das ist nicht gut, da sind gleich alle da. Hoffen wir, dass es ihr gleich besser geht. Thank you.
Das hat hier nichts mit Sport und Fair zu tun. Ihr seid dann aus meiner Sicht das allerletzte. Gut, so, weiter geht's hier. Kai ist am Telefonieren, Roberto ist am Mikrofon. Wird etwas ruhiger jetzt hier die Halle. Oranienburg im Ballbesitz. Ah, schade, hat Marie Kinscher fast Glück gehabt beim Zugriff. Jetzt hat Jola Glück. Es geht schnell nach vorne über Kerstin Felkel und wieder das Pech mit dem Pfosten. Haben wir heute schon einige Male gesehen. Das heißt, es ist ab in die Abwehr zurück, Ball zurückerobern. Also super, super stark rausgespielt mit Sperre absetzen, hinterlaufen des Kreisläufers, nutzt aber die Möglichkeit nicht. Anna Pöschel gut positioniert am Tor, somit auch nur der Wurf am Tor vorbei und nicht ins Tor hinein. Der Wurfversuch von Steffi Dubel geht auch, ist nicht von Erfolg gekrönt, Torhüterin dort mit einer tollen Bewegung, kann sich in dieser Situation auszeichnen. Und es bleibt, nachdem Anna Pöschel auch diesen Ball halten kann, beim 22:20 für Schwerin. Jetzt wird es dann etwas hektisch, ging es ein paar Mal hoch und runter. Ja, Kai ist wieder da, hat wahrscheinlich den Notarzt gerufen. Ja, genau, wir haben Daniel gerufen für die Verletzung von Janine Dittmeier. Zur Vorsicht, es ist wahrscheinlich nicht so schlimm, wie es am Anfang aussah, zum Glück. Und wir hoffen, dass es hier bald wieder besser geht und gucken gleich mal, was der Arzt sagt. Sie haben sie hier neben hingelegt, damit sich der Blutkreislauf beruhigt, aber steht schon wieder. Und jetzt gibt es erstmal Auszeit für den Oranienburger HC. Ja! Ah!
Ja, soweit ich das verstanden habe vom Oranienburger Trainer, jetzt hieß es bei 10 und dann ausspringen. Das heißt also, werfen, shooten von hinten, und ich denke mal, damit ist insbesondere Abdel Mola Iman gemeint. Und Ulrike Fuchs. So wie Janine Hinke. Ja, Iman und Ball am Tor vorbei, den muss man natürlich treffen. Und Kerstin Felkel holt den 7 Meter raus. Und Benny Künzel, sicher vom 7 Meter Punkt. 23-20. Janine Dittmeier scheint es schon ein wenig besser zu gehen. Das ist schön, eine schöne Nachricht. Vom Spielfeldrand. Und wird auch ganz gut versorgt. Und jetzt schauen wir wieder aufs Spielfeld. Schönes Kreisanspiel von Anne Pöschel. Immer mit dem Nachwurf an den Pfosten. Und Grünwald-Sperrin mit viel Dampf, Wendy Künzel und dem Tor. Wieder das versuchte Kreisanspiel, klasse runtergefangen von Künzel. Dann aber auch ein schlechter Pass, wurde dabei behindert, sagt der Schiedsrichter. Und deshalb gibt es Freiwurf für Grünweiß-Schwerin aus der eigenen Hälfte und Ballbesitz Grünweiß. Wendy Künzel scheitert diesmal an Ulrike Schmidt. Es bleibt beim 24-20. Und Oranienburg muss jetzt ein bisschen was anderes probieren als nur den Kreisläufer. Oh, das war allerdings eine schöne Idee. Und Anne Pöschel auf Marie Kinscher. Und da ging ihr Vivian Ambrosing doch gut an die Wäsche. Na, schlechter Pass von Steffi Dube. Die Variante eigentlich gut.
Und Fuß. Und jetzt gibt es auch gelbe Karte für Andreas Badlau. Den Trainer von Gröber Schwerin bedankt sich auch artig dafür. Freiwurf für Grün-Weiß. So entscheidet der Schiedsrichter. So bleibt. Manndeckung für Benny Künzel. Ja, die hat sie glatt mal stehen lassen. Das gibt sie mehr als zwei Minuten. Und das ist eine rote Karte, nur nicht so wie du sie gesehen hast. Janine Hinke, es ist nämlich ihre dritte 2-Minuten-Strafe. Also, ich habe 3 gezählt, allein in dieser Halbzeit. Gegen Janine Hinke. Und mit Abstimmung des Kampfgerichtes. Haben das auch die Schiedsrichter so erkannt und zeigen ihr folgerichtig wegen der dritten 2-Minuten-Strafe die rote Karte. Sie wird ihrer Mannschaft also nicht mehr helfen können. Und Benny Künzel tritt selber an zum 7 Meter. Und der Verworfene soll nicht selber werfen. Oder gibt's direkt rot? Da gibt es direkt rot gegen Claudia Stettner. Da haben sie gar nicht überlegt, da haben sie... Ich weiß auch gar nicht, wo da die Aufregung der Oranienburger Spielerin da gerade lag, aber es sind wahrscheinlich die Emotionen. Aufpassen mit seiner 2-Minuten-Strafe, die er bekommen könnte, schwächt er die Mannschaft natürlich nochmal. Ja, und wir haben momentan nur noch 4 Feldspielerinnen von Oranienburg auf dem Parkett und das ist so etwas wie die Vorentscheidung hier mit Kerstin Felke vom 7 Meter. 5 Tore, 5 Minuten. Und zweifach Überzahl für Grün-Weiß-Schwerin. Ja, aber Handball ist immer ein schnelles Spiel, was schnell kippen kann. Und auch sowas kann unheimlich schnell kippen. Wieder eigene Fehler vermeiden und andere Fehler provozieren. Dann sollte das Ding ja eigentlich sicher sein. Ja, ja und dann wieder der Wurfversuch zwischen den beiden durch. Diesmal hat Anna Pörschel aufgepasst. Und Steffi Dube von außen scheitert an Ulrike Schmidt. Es bleibt beim 25-20. Oh, klasse Pass von Tormann auf Dube und jetzt ist sie erfolgreich. 26-20 und ich glaube, jetzt machen sie den Deckel drauf hier. Die 2 Punkte sind sicher, klar, und die Frage ist noch, wie in welcher Höhe. Und in Kürze wird Oranienburg wieder auffüllen. Und Andi Dormann kriegt den Ball ins Gesicht. Der Konter für Schmerin läuft, Felke mit dem Treffer. Ja, die kriegt heute ordentlich was ab, die Tormann. Einmal der Zusammenprall mit dem Kinn und jetzt.
das Blocken mit der Stirn des Balls. Ja, die steckt eine ganze Menge ein heute, aber es ist ein hartes Mädchen. Die steht gleich wieder auf und dann geht das die letzten 3,5 Minuten auch noch zum Ende. Die Antje Thoma braucht halt ganz viel Pflege von ihrem Freund Bernhard Zissler, der bei Forst Turin spielt. Können sich beide gegenseitig pflegen. Ja. 5 gegen 6, also die Oranienburger füllen mit einem wieder auf und auch der zweite kommt ja sofort jetzt. Das ist unser doppelten Untertal. Also wieder Gleichzahl geworden. Und Iman scheitert an Pöschel. Über den langen Ball auf Steffi Dube. Wird aber von Krüger abgelaufen. Ah, das Würfchen hat Pöschel sicher. Der Pass von Künzel auf Dube. Aber sie greift in den Arm. Hatte Glück. War kein Winkel zum Werfen. Nein, es war kein Winkel zum Werfen. Und eigentlich auch nicht unbedingt Grund, einen 7 Meter dafür zu geben. Aber sie tritt selber an. Ja. Steffi Dube. Haben Sie mir den Strich? Verwandelt. 28-20. Schönes Kreisanspiel. Und Anne Pöschel und es gibt jetzt nochmal 2 Minuten. Gegen Steffi Dube. Ja, die darf damit duschen gehen. Nicht, weil es ihre dritte wäre, sondern weil wir keine 2 Minuten mehr zu spielen haben. Wer noch nicht fertig ist, ist Susanne Grimm, die kommt jetzt aufs Feld. Ich denke mal, ich würde die letzte 1 Minute 30 auch im Tor bleiben. Und ich habe so ein dummes Gefühl, dass sie ihn nochmal rausnimmt. Mal gucken, Ulrike Fuchs. Das ist unglaublich, der Typ hier neben mir. 7 Meter Orakel Roberto. Sagt es wieder richtig voraus. 28-20. Drittfehler gepfiffen dagegen Antje Thormann. Schön am Kreis durchgesteckt. Und noch das Tor von Susanne Hirschfelder. Und jetzt sind es noch 30 Sekunden hier. Ab jetzt. Und dann werden wir noch einen Angriff sehen. Von Gröber Schwerin und damit werden sie dir 2 Punkte unter Dach und Fach bringen. Schön gespielt von Künzel auf Felke. Es gibt nochmal 7 Meter. Und dafür kommt Vivian Badlau. Nach ihrem Kreuzbandriss. Yeah.
Und da hätte die Aktion fast nicht geglückt, wenn die Künste wollte selber. Und jetzt Vivian Bartlau bei ihrem ersten Wurf in dieser Ostsee-Spreeliga-Saison mit dem Treffer. Herzlichen Glückwunsch. Damit endet das Spiel 29 zu 21.